So, wir bauen weiter am Knight Rider. Ausgabe 31 fangen wir heute an und beenden das auch. Heute wird's ja klein. Heute wird die Kraftstoffleitung und die Antriebswelle eingebaut. So, ich glaube, da müssen wir erstmal in das Chassis vom oder das Untergestell vom Kit mal drehen. Also ich muss sagen, Leute, das Ding ist wirklich schmordschwer. Also das ist wirklich Qualität. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir nehmen jetzt erstmal das hier Schraubendreher, Seite so. Jetzt machen wir erstmal alles wieder auf. Jo, jetzt geht's weiter. So, jetzt wollen wir erstmal das sogenannte, die Antriebs, die ist aus Plastik. Die wird mit solchen Schrauben befestigt. So, das war natürlich wieder klar. Du machst ein Video und dann tatütata. Ich wurde gerade unterbrochen. Meine Frau musste kurz hier reinkommen. Jetzt geht's weiter. Ja, gut, alles wird teuer, ne? Ist klar. Alles wird erhöht. Ich kann froh sein, dass ich hier zum Beispiel diesen geschenkt bekomme hier mit der Knight Rider. Also das ist schon, also nee. Gut, das ist jetzt die Antriebswelle. Ist die Schraube jetzt richtig drin? So, jetzt fangen wir an, dieses Teil hier dran zu machen. Ach, warte mal. Dann kommen erstmal diese Teile rein. Ist das jetzt richtig rum? Da muss man immer gucken, ob alles richtig ist. So, und dann müssen wir die Schrauben haben. Die gleichen DP. Immer muss man gucken. Genau gucken, Leute. Das muss immer stimmen. Ein Fehler. Wir gucken noch einmal richtig, ob alles richtig ist. Ja, kann nur eins richtig sein. Eigentlich sind die doch gleich, oder wie sehe ich das? Jetzt gibt's die Titanic im Bausatz. Nee, das wäre nicht für mich. Nee. Also, ich habe gestern meine Frau gesehen, immer, guck mal, hast gesehen, Titanic gibt es im Bausatz. Nee. Das ist nichts für mich. Also den Knight Rider mache ich auf jeden Fall, nur weil ich es angeboten bekommen habe von jemandem. Da
sage ich immer Danke, wenn ich neue Ausgaben kriege. Der Ironman habe ich als Urteil angefangen, selbst gekauft. Aber den sogenannten, ja. Jetzt noch die. Sagen wir nicht Titanic? Nee. Das wäre nichts für mich. Ich weiß nicht, ich habe mal im Fernsehen gesehen, da gab es da irgendwo doch mal so eine Video mit dem Batman-Fahrzeug von den Traveler, der Tubble. So, das ist die Antriebswelle. So, die andere Antriebswelle kommt jetzt hier dran. Muss hier befestigt werden. Das ist natürlich klar. Yeah. Natürlich die gleichen Schrauben. Es ist die Frage, finden wir das Loch sofort? Oh je, keiner hustet, keiner niest. So, die Tischschraube geht da rein. Jeppa. So muss das sein, das ist fein. Na, 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 na. Ah, warum haben sie die andere Transfer nicht aus Metall gemacht? Naja, egal. Muss man nicht wissen. So. Jetzt kommt dieses komische Ding. Ich weiß jetzt nicht, was das soll jetzt hier. Wird aber auch mit den Schrauben BP befestigt. Das ist irgendeine Schutzkappe. Und das wird jetzt da genau irgendwie hier auch reingesetzt. Okay. Wie genau? Mhm. Ah, sehr interessant. Hier sind zwei Löcher drin. Da müsst ihr das sogenannte, das hier das Getriebe runterdrücken. Schrauben, der müsste diesmal GM haben. Der müsste das ein bisschen runterdrücken. Runterdrücken. Dann nehmen wir den Schraubendreher und schrauben, 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 schrauben. Und wir schrauben, 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 schrauben. Und wir drehen, 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 drehen und drehen und drehen. Also irgendwie hat man das Gefühl, du bist am Drehen ohne Ende und die Schrauben werden fest. So, jetzt aber. So, jetzt müsst ihr dieses kleine Ding hier drauf, hier reinsetzen. Das ist ja für die Kabelschläuche. Und das müsst ihr dann mit den Schrauben BP verbinden, verschrauben. Ach, ist das herrlich, Leute. Dann drehen wir einmal die Schose um und wir drehen, drehen. So, was hören wir? Das kleine Ding ist damit gemeint. Da müssen jetzt irgendwie Schläuche jetzt
irgendwie Brems etc. Die Kraftstoffzuleitung. Und ich denke mal, die ganzen Kabel wieder hier überspannt die Zeit. Das muss dann hier durchgezogen werden. Das ist wirklich eine Fummelsarbeit. Dann hier durch. Das ist natürlich jetzt klar. Das ist jetzt hier auch vorbei. Und dann muss die Schuse irgendwie hier durch. So, hier muss irgendwie durch. Aber ich denke mal, die ganzen Kabeln, die werde ich mal in Ruhe machen. Ihr seht selber. Also das ist schon einmal die eine Kraftstoffzuleitung. Dann kommt die Bremsleitung. Ja. Die werden hier seitlich dran gesetzt. Aber ihr seht, ja gut. Der Rest mache ich dann in Ruhe mit den Kabeln. Das muss alles in Ruhe gemacht werden. Vor der Kamera ist es ein bisschen schwierig. Andere YouTuber machen das, aber irgendwann, sage ich jetzt mal, ist gut, weil da muss man genau mal hingucken, wie das alles gemacht wird, bevor was falsch ist. Ja, eine Bremsleitung noch hier dran. Da gibt es noch andere Kabel. Gut, das war die Ausgabe 31. Wir bauen Light weiter, wir bauen Kit. Das ist wirklich nervend beraubend. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Und wie schon gesehen haben, habt ihr wieder abonniert. Danke vielmals an euch. Wenn euch das Video auch gefallen haben sollte, dann lasst wieder ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Sonst einen Daumen hoch. Dann sehen wir uns bei nächsten Ausgaben wieder. Bis dann, euer Mike. Ciao. Und einen schönen Samstag noch.